Hey Freunde, was geht ab bei euch? Ich bin in den Wald gefahren. Mein Freund, den Baumstumpf, habe ich mitgenommen und den Vorschlaghammer auch. Heute gibt es die Obst- und Gemüse-Edition der Riesenhammer-Experimentenreihe. Schaut mal, was ich für euch eingekauft habe. Da haben wir eine Ananas, eine komische Banane. Wisst ihr, warum die so anders aussieht? Freunde, lasst jetzt schon mal einen Daumen hoch da, wenn ihr noch einen Teil sehen wollt. Und bei 10.000 Likes werde ich einen fünften Teil mit euren Wünschen machen. Okay, erstmal genug geredet, lasst uns beginnen. Wir fangen mit dem kleinsten an, einem Apfel. Den hat sich Alpa Karateke gewünscht. Ich stelle ihn auf und mache kurzen Prozess. Let's go! Oh Mann, ich wollte kurz einen Prozess mit dem Apfel machen, habe aber gefühlte 100 Versuche gebraucht, um ihn mit dem Hammer zu treffen. Aber dann hat der Vorschlaghammer ihn heftig zerfetzt. Ich finde, das sieht so aus, als wenn der Apfel explodieren würde. Machen wir mit dem Eisbergsalat weiter. Mal schauen, ob er genauso wie der Apfel zerfetzt wird. Der ist auf jeden Fall größer und leichter zu treffen. Ich liebe es, wenn es in alle Richtungen fliegt. Da ich ihn nicht richtig erwischt habe, habe ich gleich nochmal draufgehauen. Der Schlag war aber auch nicht viel besser. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen üben. Ich weiß auch nicht, was heute mit mir los ist. Windcrafter hat sich eine Banane gewünscht. Ich hoffe, diese komische Banane ist in Ordnung. Hat jemand von euch schon mal so eine gesehen? Sie nennt sich Kochbanane. Ich weiß aber gar nicht, was man damit macht. Wahrscheinlich kochen, oder? Ich frage mich, wie sie wohl schmeckt. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Auf jeden Fall werden wir gleich sehen, wie sie von innen aussieht. Jawohl, Freunde, das war ein Volltreffer. Schaut euch mal meine Hose an, alles voll mit Bananenfetzen. So sieht die Kochbanane von innen aus. Die Farbe ist ein bisschen anders und sie ist sehr hart. Machen wir weiter mit der Aubergine. Ich finde, die schmeckt richtig eklig, noch ekliger als Zucchini. Zum Glück habe ich sie nicht zum Essen gekauft, sondern für das Experiment. Ohne Witz, ich liebe diese Slow-Motion-Aufnahmen, aber Aubergine schmeckt trotzdem zum Brechen. Ich habe hier noch die Melone und die Ananas übrig. Wer soll zuerst dran kommen? Melone oder Ananas? Melone oder Ananas? So viele haben sich die Melone gewünscht, aber genauso viele auch die Ananas. Nehmen wir die Ananas. Danke an Fabian für den Vorschlag. Ich konnte mich gerade kaum entscheiden und jetzt stehe ich schon wieder vor einer schweren Entscheidung. Soll ich sie hinstellen oder hinlegen? Ich stelle sie erstmal hin und hoffentlich treffe ich mit dem Hammer. Ich habe die Ananas nur gestriffen, aber sie wurde trotzdem zerfetzt. Der Hammer hat so eine Wucht. Das ist eine Maschine, Freunde. Gut, zum Schluss schlagen wir noch die Melone kaputt. Rayox Skillex hat sich eine Wassermelone gewünscht. Ich habe leider keine im Supermarkt gefunden. Ich hoffe, die Honigmelone ist auch in Ordnung. Das sah ganz schön geil aus. Ich glaube, die Melone verkraftet noch einen Schlag. Jetzt ist sie auf jeden Fall komplett zerstört. Mein Freund, der Baumstumpf, ist so dreckig und so muss ich ihn wieder ins Auto stellen. Oh je, meine Hose sieht auch nicht viel besser aus. Drückt Daumen hoch, wenn ihr noch einen Teil sehen wollt, Freunde. Ich hoffe, das Experiment hat euch wieder gut unterhalten. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Wir sehen uns. Habt euch lieb, euer Johnny Hahn. Yo.